Hallo und herzlich willkommen bei PG Finanzen. Mein Name ist Pascal und wenn du mich abonniert hast, dann weißt du ja, dass ich hauptberuflich Kfz-Mechatroniker bin. Wie du anhand des Titels sehen kannst oder dich vielleicht gefragt hast, woher ich wissen möchte oder woher ich weiß, was ein Bestatter verdient, das erfährst du in diesem Video. Ja, denn fangen wir einfach mal so an. Als Kfz-Mechatroniker weißt du vielleicht aus Bekanntenkreisen oder kannst du dir vorstellen, dass man jetzt keine Unsummen von Geld verdient. Also ich verdiene keine 10.000, 20.000 Euro im Monat. So viel dazu. Und damit ich mir eben mehr Geld zur Seite packen kann, habe ich einen Nebenjob angefangen vor etwa 3 Jahren. Und zwar als Bestatter. Ja, das muss man natürlich können. Das ist nicht jedermanns Sache und ich habe da auch eine Probezeit so gesehen durchlaufen, beziehungsweise ein Praktikum, ob ich das überhaupt kann, ob ich da irgendwelche Probleme mit habe. Das ist ja wirklich ein heikles Thema. Aber irgendjemand muss es machen, denn ja. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Also es muss einfach gemacht werden. Dieser Job ist wichtig. Und dass in einem kleinen Bestattungshaus nicht 5 Angestellte rumlaufen können, die sich dann immer die Schichten einteilen, denn gestorben wird 24/7. Da gibt es keine Arbeitszeiten in dem Sinne. Und ja, also in meinem Betrieb, sage ich mal, wo ich arbeite, wo ich eingestellt bin als Minijobber oder 450-Euro-Job, wie man das jetzt sehen möchte, gibt es 2 Festangestellte neben dem Chef. Die sind fest eingeteilt von Montag bis Freitag bis 18 Uhr. Und erst danach springe ich ein. Also ich bin auf Bereitschaft. Ich habe 2-mal im Monat Bereitschaft, das läuft immer von einer Woche, also von Montag bis Sonntag. Und verdienen tue ich, so makaber das jetzt auch klingt, pro Abholung in der Woche 30 Euro. Das heißt, wie gesagt, während ich arbeite, kann ich ja nicht zum Einsatz. Das heißt, da gibt es eben diese Festangestellten, die 2 Stück, die machen das die Woche über. Und wir haben 4 ja, Minijobber, also so wie ich, die eben sich die Schichten einteilen für die Bereitschaft. Ja, also wie gesagt, pro Abholung, pro Einsatz bekommen wir als Minijobber 30 Euro in den ersten 4 Jahren. Danach wird das erhöht auf 40 Euro. Und ja, es. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, wie gesagt, man muss das eben können. Und ich bin da dann auch einfühlsam und nochmal dazu, Arbeitskleidung ist schwarzer Anzug, weißes Hemd, rote Fliege, nicht rote Fliege, sondern rote Krawatte. So, also das ist Pflicht, muss man auch selber haben. Also das wird jetzt nicht gestellt oder sowas. Ich hatte einen. Bin da auch über einen Arbeitskollegen von der Werkstatt aus drauf gekommen. Sein Nachbar ist eben der Chef, der Bestatter, und der hat ihn angehört und dann fragt er mich, ja, hier, du hast doch immer mal nach einem Nebenjob gesucht und wäre das nicht was für dich? Das Positive ist halt eben, dass man für auch die Wochenendbereitschaft, da kriegt man 70 Euro, also ich jetzt. Und ja, das heißt, auch wenn nichts passiert und keiner verstirbt und ich keinen abholen muss, bekomme ich trotzdem 70 Euro. Ich habe 2-mal im Monat Bereitschaft, das heißt 140 Euro habe ich auf jeden Fall safe. Wie ich diese 140 Euro verteile, das kannst du dir in meinem Kontenmodell ansehen, das kannst du dir runterladen. Link ist unten in der Videobeschreibung, da erkläre ich auch, was ich mit diesem Geld mache. Ja, also und alles Weitere, was dann in der Woche passiert, kommt dann eben on top. Und Feiertagszuschläge gibt es auch.
Also ich habe fest auf jeden Fall durch diesen Nebenjob 140 € im Monat plus eben die Einsätze, die dazukommen. Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich zum Glück in einem Bestattungsunternehmen arbeite, die keine, es wird glaube ich immer ausgelost, welches Bestattungsunternehmen angerufen wird in dem Umkreis bei Unfällen. Da hat mein Chef gesagt, das haben wir zum Glück nicht nötig, denn das ist kein schöner Anblick und das wünscht man keinem. Und deswegen sagt er, solange wir das nicht müssen, nicht darauf angewiesen sind, gibt er da, das wird ja wie gesagt ausgelost, beziehungsweise Angebot und Nachfrage, gibt er immer ein Angebot ab, das höher ist als die Konkurrenz. Und da bin ich auch ganz froh drüber, denn wir oder beziehungsweise ich habe bis jetzt wirklich nur Leute über 70 Jahre abgeholt, die im Altenheim verstorben sind oder auch mal zu Hause. Anders weiß ich nicht, ob ich das könnte. Wobei mittlerweile man, ja, so hart es auch klingt, man wächst da ja rein sozusagen. Also die ersten paar Abholungen waren schon komisch. Aber ich sage jetzt einfach mal, das wird ja dann doch zur Routine. Und also ich habe da jetzt auch nie irgendwie schlecht geschlafen oder sonst irgendwas. Also von daher alles gut. Und ja, das jetzt mal so als kleiner Einblick. Das ist eben mein Nebenjob. Ich bin nebenberuflich beim Bestattungsunternehmen. Und ja, so viel dazu. Also wie gesagt, 140 € verdiene ich damit im Monat, habe, muss man dazu sagen, zweimal die Woche Bereitschaft. Und ich bin meistens, also im Durchschnitt auf die ganze Zeit, die ich jetzt da bin, im Monat ein bis zweimal los. Alles andere regeln die meistens in der regulären Arbeitszeit. Es ist ja nicht so, wenn jemand verstirbt, dass er sofort abgeholt werden muss. Dann kommt ja erstmal der Arzt, stellt den Tod fest. Dann wird meistens noch die Familie informiert. Also, wenn die nicht da sind im Altenheim oder sowas, dann dürfen die sich halt noch verabschieden. Und meistens wird das ja so gelegt, dass die Nebenjobber da nicht für zugezogen wird, weil das ja natürlich auch extra Kosten sind. Die Festangestellten haben ihr Festgehalt. Und deswegen regeln die das schon so, dass das alles in der regulären Arbeitszeit alles geregelt wird. Und deswegen habe ich, wie gesagt, meistens so ein bis zwei Einsätze im Monat. Heißt dann aber auch, ein Einsatz dauert ungefähr, wenn ich hier zu nach Hause losfahre, bis ich dann im Bestattungsunternehmen bin, wir alles vorbereitet haben, ich sage es mal, den Patienten eingeladen haben und wieder in die Kühlkammer gebracht haben. Denn und ich wieder zu Hause bin, sind meistens 1,5 Stunden vergangen. Wenn man das jetzt hochrechnet, maximal, also bis jetzt durchschnittlich zwei Einsätze im Monat und dafür 140 € kriegen. Das heißt, ich bin 3 Stunden unterwegs und kriege dafür 140 €. Das ist ein guter Stundenlohn. Reich wird man damit nicht, aber für die Arbeit, die man tut, das ist natürlich ein ganz spezielles Umfeld, sage ich jetzt mal. Das möchte eigentlich keiner. Deswegen ist es auch, wie ich finde, gut vergütet. Und die Steigerung kommt jetzt ja auch noch bei mir. Also ja, bin ich mit der Wahl des Nebenjobs ganz zufrieden, muss ich sagen. Und bin an meinem Kollegen auch sehr dankbar, dass er mich gefragt hat, ob ich das machen möchte. Es ist eine Erfahrung auf jeden Fall auch. Und die Sichtweise ändert sich auch tatsächlich bei mir oder hat sich bei mir geändert. Das war es jetzt aber auch zu diesem Video. Also jetzt weißt du, was ein nebenberuflicher Bestatter verdient. Also ungefähr, es wird natürlich auch von Region zu Region, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Ich kann jetzt, wie gesagt, nur von meinem Unternehmen sprechen. Das klingt, als wenn es meins wäre. Nein, von meinem Betrieb sprechen, wo ich angestellt bin. Und ja, das wollte ich einmal hier festhalten, weil es ja in meinem Kanal auch ums Sparen geht, ums Geld verdienen geht. Und ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag.